ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Sie haben wundervolle dunkle Augen. Heute ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Sie haben wundervolle dunkle Augen. Nein, ich bin Prokurist Josef K. Josef K. Nein, ich bin Prokurist. Ich habe es hier geschrieben. Theaterregisseur am Nationaltheater seiner Heimatstadt St. Petersburg. Eröffnete am Düsseldorfer Schauspielhaus die Spielzeit mit seiner Inszenierung von Franz Kafkas Roman Fragment. Fragment Roman. Herr Moguchi, warum haben Sie gerade Kafka inszeniert? Was ist Ihnen persönlich das Wichtigste an Kafka? Что лично важно для вас именно в этом? Это очень правильный вопрос, потому что как раз мы исходили из того, что лично нас uns mit dem Persönlichen beschäftigen. Weil das Persönliche in Kafka war uns interessant. Как он конкретно соприкасается с моей, например, жизнью или с жизнью тех людей, с которыми мы сочиняли этот спектакль. Und genau wie das Persönliche von Kafka hat mich auch meine persönliche Beziehung zu diesem Werk interessiert und dort haben sich die Linien getroffen. И мы не хотели делать ни социального, ни политического, ни какого-то иного спектакля, который бы решал какие-то более глобальные проблемы. Und dabei ging es uns nicht darum, politische oder philosophische Fragen aufzugreifen, die irgendwelche globalen Probleme klären können. Хотели сосредоточиться на человеке. Wir wollten uns auf den Menschen konzentrieren. И на проблеме Und его внутреннего мира. Die Probleme seiner inneren Welt, die er hat. Его жизни. Sein Leben. Его любви, seine Liebe и его смерти. Und den Tod. И по сути главным из этих слов является смерть. Und das grundsätzlich wichtigste dabei ist der Tod. Sie hätten aus dem Stück auch eine regimekritische Parabel сделать какое-то политическое антирежимное постановку. Что вас остановило заниматься таким делом? Абсолютное отсутствие художественного интереса к политической постановке. Das grundsätzliche Fehlen von künstlerischem Interesse an politischer Inszenierung. Кафка и фашизм, например. Кафка und Faschismus zum Beispiel. И его предсказание фашизма. Oder sagen wir mal das Vorausahnen как, oder Voraussehen Я думаю, и Кафка и социальное унижение. Oder sozusagen als это вещи, которые приходили в голову уже многим художникам, которые занимались Кафкой. Das ist schon vielen Künstlern eingefallen. Это лежит на поверхности. Haben. Und das liegt einfach nur auf der Oberfläche. И мы вместе с художником, с которым я делал спектакль, mit der ich diese Inszenierung entworfen Маша Трегубова, Мария Трегубова, и с драматургами, которые писали текст, den jungen Autoren, die Саша Артемов geschrieben haben, Александр и Дима Юшков, мы сразу же сказали, мы про это делаем. Спектакль не будем. Dass wir uns damit genau in dieser Нам Inszenierung это nicht не интересно. Das interessiert uns einfach. Тем более мы живем в стране, Wir leben in einem Land, das selbst für sich in sich genommen so etwas wie grandioses Theater ist. Ein grandioses politisches Theater. Und wir sind selber Schauspieler darin jeden Tag. Und wenn wir uns damit, sich damit noch im Theater zu beschäftigen, haben wir innerlich überhaupt keine Motivation dazu. Es ist widerlich.
Können wir jetzt vielleicht dann doch noch mal kurz nach Düsseldorf zurückkommen? Может быть, мы вернемся в Düsseldorf? Давайте. Sie inszenieren ja hier in Düsseldorf, ставили в этом городе, weil Sie das künstlerische Programm des Intendanten Holm so interessant finden. Господина Хольма. Да, это правда, да. И anderen Gründe? И какие были еще другие причины? Но на самом деле мне нравится всегда участвовать в проектах, in Projekten teilzuhaben, которые начинают жить, die anfangen, Leben zu entwickeln, в которых есть пассионарная энергия, in denen es sozusagen eine Passion gibt, eine Energie, die losgeht, которые зарождаются. Die geboren werden, die aufwachsen. Это не первый раз в моей жизни das случается. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass das so ist. И когда мне позвонил Стефан, und als Stefan Spittke angerufen hat, das bin ich, ihn eingeladen. И сказал, что они начинают здесь новое дело. Gesagt habe, dass wir hier ein neues Konzept beginnen und ein. Я, конечно, сказал, что я сделаю все, что я могу, чтобы быть полезным этому проекту. Gleich von vornherein gesagt, dass ich alles möglich machen will, um dort was Gutes hinzuzutun. И когда мы приехали в Дюссельдорф первый раз увидели сцену, увидели этот уникальный театр, это, может быть, впервые в моей жизни я понял, что надо делать спектакль не для фестивалей, не для гастролей, а для города. И мне эта идея в последнее время все больше и больше интересует. Потому что до этого я занимался театром, который не был рассчитан на широкую публику. Он был больше рассчитан на знатоков. На узкий круг любителей сложного искусства. А в последнее время мне все больше интересует театр, который может менять действительность, влиять на действительность. Mich immer mehr Theater, was auf viele Menschen einwirkt und was die Wirklichkeit selber damit auch beeinflussen. Поэтому один из моих последних проектов в Петербурге был. Deshalb war eins meiner letzten Projekte in Sankt Petersburg. Спектакль для детей. Eine Inszenierung für Kinder. Я никогда не делал спектакль для детей. Ich habe noch nie eine Inszenierung für Kinder gemacht. И мне хотелось сделать большой, und ich wollte einen серьезный, ernstzunehmendes, разговор с детьми. Gespräch mit Kindern führen. Это спектакль счастья. Und das ist die Inszenierung, das Glück. И детям не важно, кто его сделал. Und den Kindern ist es eigentlich egal, wer es gemacht hat. Им совершенно не важно. Inszeniert hat. Das interessiert известный это режиссер или неизвестный. Режиссер ist oder ein unbekannter Regisseur. Сколько у него наград. Wie viele Auszeichnungen der gekriegt. Для них это нет никакого значения. Das hat für die keine Bedeutung. А для меня это серьезный экзамен. Ist das eine ernsthafte Prüfung, die ich damit abziehe? То же самое в Дюссельдорфе. Для меня это серьезный риск и экзамен. Eine wichtige Prüfung, die ich hier zu bestehen habe. Потому что дюссельдорфцам не должно быть дела до того, кто я такой. Die dürfen da nicht fragen, wer war denn das, der das hier gemacht hat. И насколько я известен в его, ob ich jetzt berühmt bin, или неизвестен. Berühmt bin, das soll die nicht kümmern. Мне интересно было сделать спектакль для этого города, повторюсь. Für mich war es interessant, und das wiederhole ich nochmal, eine Inszenierung für diese Stadt zu machen. Мне бы очень хотелось, чтобы этот спектакль город принял. Ich wünschte mir sehr, dass die Menschen dieser Stadt das Stück annehmen können. Мне бы очень хотелось, чтобы этот город ездили люди, смотреть этот спектакль. Viele Leute hierher kommen, extra nach Düsseldorf kommen, um diese Inszenierung zu sehen. Его невозможно вывести, этот спектакль. Die kann man nämlich nirgendwo anders zeigen. И поэтому одной из идей было, во-первых, использовать все возможности, которые есть в этом театре. Alle Möglichkeiten, technische Möglichkeiten dieses Theaters zu nutzen. И второе, привлечь людей, которые в этом городе живут. Weiter sozusagen die Leute hier heranzuziehen und ins Theater zu bringen, die hier leben. Und Spektakel ist Chor. Und deshalb gibt es in dieser Inszenierung einen großen Chor. Das sind Düsseldorfer. Und das ist ihre Inszenierung.
Also Sie haben hier eben am Schauspielhaus eine tolle Bühnenmaschinerie, drei Ebenen sind auf der Bühne übereinander gebaut, giftige Musik. Doch die gesprochenen Worte verlieren sich in ihrer Aussagekraft. Die Bilder im Rücken Kafkas-Text. Karl Allen als Joris K. schrieb leise mit Akzent. Warum regiert in der Inszenierung nur das Bild? И с каким-то очень тонким языком, почему в вашей работе господствует картина, как образ? Я надеюсь, что я всегда занимался образным театром. Ich habe mich immer mit sinnbildlichem Theater beschäftigt. И вообще театр для меня это искусство, которое воздействует на зрителя, на человека, который воспринимает его большим количеством информационных возможностей. Besonderen dafür, dass es ganz viele verschiedene Informationsstränge gibt hier. Для меня всегда текст в театре не был главным. Der Text war für mich im Theater nie das Wichtigste. Он был одним из составляющих. Den Grundvektoren, die dort arbeiten. И даже если мы убрали бы Und selbst wenn wir все постановочные эффекты, die ganzen Inszenierungseffekte wegnehmen würden, как только даже текст начинает текст не может жить на сцене вне артиста, например. Dann kann sozusagen selbst der Text alleine ohne den Schauspieler auf der Bühne auch nicht existieren. И он уже не тот, который мы читаем, когда остаемся с ним наедине дома. Sozusagen auch schon alleine auf der Bühne nicht mehr das, само присутствие артиста, Text haben, wenn wir zu Hause alleine sitzen und ihn lesen. Das heißt schon alleine das Zukommen eines Schauspielers. Текст менее значимым, чем сам артист. Den Text schon weniger wichtiger als den Schauspieler selbst. А еще артист надевает костюм. Und dann zieht der Schauspieler noch ein Kostüm an. А еще он помещается в некую среду. Und er begibt sich in irgendetwas hinein. И театр обладает гораздо большими Und возможностями hat viel mehr Möglichkeiten, воздействия на зрителя, чем просто текст. Auf uns Zuschauer zu wirken, als nur der Text alleine. И в этом смысле всегда есть конфликт с драматургией. Вернее, с драматургом. С драматургом. Immer einen Konflikt, der muss это мой давний с ними разговор. Das ist, mein langgehegtes Gespräch, was ich mit Autoren habe. Но театр это Aber das Theater место, ist ein Ort, где люди воспринимают Leute, искусство das Kunstwerk, большим количеством сенсорных таких и сенсоров, да, то есть как бы. И в этом смысле, ну, в данном случае мы использовали то, что было здесь. Nur benutzt, was Этот спектакль мог идти и в другом месте, наверное, и тогда он был бы другим. Но место, в котором происходит явление, оно всегда очень важно. То, что касается финского артиста, который играет главную роль, мне было важно сыграть тоже в эту игру. Мне важно, чтобы Йозеф К. был другой. Что он был, чтобы он не был похож ни на кого. Поэтому человек, который приехал из Финляндии и два месяца здесь жил, в среде, которая для него была, по сути, абсолютно похожа на кавкианскую среду, где он не мог говорить, er nicht sagen konnte, у него, он не понимал, что происходит вокруг, у него нет друзей, он оторван. Он испытывал огромное количество чувств, которые, на мой взгляд, испытывал Йозеф К. Nein, ich bin Prokurist Josef K. Josef K. Nein, ich bin Prokurist. Kein Zimmermaler. Josef K. Genau dieser Akzent sollte einen Unterschied schaffen.
irgendetwas Eigenartiges das sozusagen im Gegensatz steht zu den sich sehr bequem und sehr komfortabel fühlenden anderen Menschen. Für mich war es wichtig, dass er sich diskomfortabel befindet, also unbequem. Und dass man damit auch spielen kann. Как это получается? Это как связано с вами? Это связано с вами как личность? Мы читали, что вы учились в школе для авиационного оборудования. Даже космического. Космостехника. Я, sozusagen, mich mit kriegsbedingten космischen Geräten beschäftigt. Значит так, что есть момент междисциплинарного вашего. Мне трудно, конечно, анализировать самого себя. Но все, что я делаю, это искренне. Das ist im besten Sinne des Wortes von Herzen oder von inneren Wahrheiten. Nicht so, dass ich so denke, aber ich fühle so. Мне снятся такие сны. Ich träume so. Also das ist es nicht so, sondern ich, das, was ich aber verarbeite, ist ehrlich gemeint. Ich denke so смерти, über den Tod und über mein Leben. Всегда, das ist immer то, как я всегда предъявляю то, что, думаю я. Und sozusagen und immer, was ich fühle und was ich wahrnehme, kann ich auch nur ins Verhältnis setzen. Das kann gefallen oder nicht gefallen. Aber ich bin so, wie ich bin. Vielleicht ist es damit verbunden, dass ich meine Kinderjahre auf Kuba verbracht habe. Und Kuba gibt einen durchaus eigenartigen. Sozusagen eine eigenartige Mixtur an Leben. Где, например, это же коммунизм. Also, da gibt's Kommunismus. Katholizismus. И вудуизм. Und Voodooismus. Как это соединяется? Und wie soll man das zusammenführen? И абсолютная свобода. Und absolute ощущение свободы. Sozusagen, das Gefühl von großer Freiheit, das Sinnbild von Freiheit, was die Seelen dort beherrscht, also die Menschen. Eigentlich immer wie Rakete, aber würde lieber auf dem Sofa liegen. Ja. Так что ракета направляется или она не управляет? Она кем-то управляется? Irgendwie wird die schon geleitet, die Rakete. Но кем, я не знаю. Aber verschiedenen, also von anderen Dingen merke ich auch, wird sie geleitet und die kann ich nicht. Weil wir sprachen ja eben über Düsseldorf. Düsseldorf ist eine Stadt, der Düsseldorf ist Bourgeoisie. Und Sie machen experimentale Wie korrespondiert das? Как это связано? Или как это в каком отношении влияние друг взаимодействие? Я не очень тут все понимаю. Ich verstehe davon nicht wirklich viel. Потому что я делаю то, что могу. Weil ich das mache, was sie, weil ich das mache, was ich weiß und denke. Но я сейчас расскажу одну историю. Aber ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Мы один раз театр проводил день открытых дверей. Hier war der Tag der offenen Tür. Или как-то было, когда пришли вот люди, друзья театра. Точно. Ja, wir hatten ja einen Empfang.
Und zwar haben wir die Spielzeit vorgestellt und da waren die Freunde des Theaters. Я что-то рассказывал. Und da habe ich ihnen einfach so was erzählt. Ну, как-то мы шутили. Wie man dann so macht, so ein bisschen scherzhaft. Отвечал на вопросы. Und habe Fragen beantwortet. И потом, это были пожилые люди. Und das waren Menschen durchaus höheren Alters. И потом один... Und plötzlich... уважаемый, sagt eine der Herrschaften, die schon fortgeschritten sind, ist aufgestanden und sagte, der ist von uns der Typ. Сказал, mit seinem rheinländischen Typ. So, also allen, die da saßen, hat er gesagt, das ist einer von uns. Спросил, Штефан, а что значит, что und da habe ich gehört, der fragte André, mich als Übersetzer, was meint der denn? И Штефан говорит, это же родина панка. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, das ist doch hier die Heimat des Punk. Sie были первые панк-кафе. Das они же панки. Das sind doch eigentlich alles Punks. Это бывшие früher, панки. Frühere Punks, so sind die eigentlich. И, конечно же, здесь же был... Und hier gab es... Josef Beuys. Josef Beuys in dieser Stadt. Это же город... Das ist вообще, на самом деле, буржуазная среда. Это sozusagen eine bürgerliche Mitte. Это прекрасная среда для того, чтобы... Das ist sozusagen die beste Mitte, die Möglichkeit, dass in ihr... Moderne entsteht, oder dass in ihr was Neues entsteht, oder etwas, etwas, was auch sozusagen ein Teil antibürgerlicher Kunst ist. Das ist zwar ein bisschen eigenartig, das war natürlich, wäre natürlich eigenartig, wenn bürgerliche Kunst in dem antibürgerlichen Establishment entsteht. Das ist eine großartige Mitte, die aufnahmefähig ist für Moderne. Так же, как в Петербурге, это такой оплот консерватизма. So eine Schicht von Konservatismus gibt. В архитектуре, в мышлении. In der Architektur und in Gedanken. В устройстве. Das ist sozusagen der Art und Weise, wie man что это gibt. Является прекрасной средой. Das ist eigentlich разного рода акционизм. Wunderbare Grundlage ist, sich dort mit Aktionismus zu beschäftigen. Именно в Петербурге всегда eben gerade in Petersburg, da waren immer die besten Aktionisten. Unterwegs und genau dort лучшие, ist der Ort, wo die besten Alternativkünste entstanden sind. Und da gab es immer etwas, worüber man sich diskutieren und auseinandersetzen. Wie ich Ihnen in die Augen schaue, denke ich, wenn Sie mehr Zeit hätten, denke ich, dann hätten Sie genügend Kraft, um gegen die Willkür und Ausschweifung in diesen feuchten Здесь очень хорошо отдыхать. Hier kann man sich wunderbar erholen. Мне очень нравится воскресенье в Дюссельдорфе. Mir gefallen die Sonntage in Düsseldorf. И парки, в которые можно ездить. Und die Parks, in denen man mit dem Fahrrad rumfahren kann. Это самое важное. Das ist das Beste und Wichtigste. Und die Leute und die Menschen? Alle Leute. Я людей видел только в театре. Ich habe die Leute immer nur im Theater gesehen. Потому что в основном жизнь в Дюссельдорфе. Mein meistes Leben in Düsseldorf, das fand mit dem Fahrrad von der Parkstraße hier ins Theater statt. И обратно. Und zurück. И поэтому я людей видел только в Und deshalb habe ich Leute immer nur so in Fahrradgeschwindigkeit wahrgenommen. Актеры очень хорошие. Die Schauspieler sind sehr gut. Театр. Разнообразно. Das Theater ist Люди sehr в театре. Vielschichtig. Auch die Menschen hier im Theater sind sehr unterschiedliche, so wie es eigentlich überall ist. Если говорить долго, что есть, конечно, специфика, отличающая. Und es gibt natürlich, wenn Sie lange darüber reden wollen, mit mir, gibt es Spezifiken, wie sich Düsseldorf, was weiß ich, von Helsinki unterscheidet oder von New York unterscheidet. Ну, я не знаю, насколько надо. Aber ich weiß nicht, das wäre ein längeres Gespräch. Und wahrscheinlich werden die Menschen hier, oder werde ich das eigentlich viel später erst begreifen, wenn ich wieder weg bin. Ощущение какое-то очень долгое состояние. Три часа идет.
Мне кажется, не вам, чтобы еще возможно сделать еще 2 часа, то что всего будет, а потом 5 или 6 часов. Нет, мне кажется, вот как раз то, что... Знаете, как раз из Кеннаудас посвятал? Я не задумался. Нет, кстати говоря, у нас был с художником разговор. Ich hatte mit meiner Ausstatterin so ein Gespräch, wie lang das ungefähr sein würde. Она говорила, час 30. Die hat gesagt, 1:30. Я говорю, нет, наверное, час 50. Ich habe gesagt, vielleicht 1:50. Ну, дальше получается так, как... Und weiter passiert dann halt so, wie es muss. Мы говорим ровно настолько, насколько у нас хватает. Wir sagen sozusagen so viel, wie unsere Gedanken reichen, uns festzulegen. Я думаю, что уже нам уже больше нечего сказать. Und eigentlich haben wir jetzt im Moment auch gar nichts mehr zu sagen, weil da ist es. Мы все, мы уложились в 3 часа. Wir haben uns in diesen 3 Stunden sozusagen... Не уложились в 1,5? In 1,5 Stunden hätten wir nicht reingepasst mit unseren Gedanken. Aber die 3 Stunden reichen für das, was wir sagen. Так получилось. So ist es halt gekommen. За летящей ракетой. Wir sind der fliegenden Rakete hinterher gehalten und haben dann gemerkt, da ist sie landet. Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem Bild der Rakete. Empfinden Sie sich da mehr als Langstrecken? Ich denke, sozusagen, das Wichtige an der Rakete ist, dass sie schnell fliegt. Очень долго. Und lang. Но когда она закончит свой полет, я думаю, что der Flug zu Ende ist, я даже не пойму, что он был. Ist es so eigentlich, dass ich gar nicht merke, dass es einen Flug gab? Был ли он? Gab's ihn überhaupt? Schon geschlossen. Ja. Хорошее слово. Концу. Спасибо большое. Спасибо вам. Und Ihnen herzlichen Dank. Denke ich, wenn Sie mehr Zeit hätten, denke ich, dann hätten Sie genügend Kraft, um gegen die Willkür und Ausschweifung in diesen feuchten Wänden zu kämpfen. Nein, ich bin Prokurist Josef K. Josef K. Nein, ich bin Prokurist. Kein Zimmermaler. Josef K. Thank you.